Hallo meine Lieben und willkommen auf der Departement Haute-Pelerin. Die Map ist Beta-Status noch. Sie ist vom lieben Gullideckel. Auf der Map keine Multifrüchte verbaut und sie hat auch keine Skripte verbaut. Was ihr benötigt, ist der Mod Mortrice für die Baumlimiterhöhung, weil ihr später in den Produktionen Leerpaletten benötigt. Was ihr nutzen könnt, also was keine Pflicht ist, ist Animated Objects, wodurch, wenn ihr vorfahrt, Tore sich öffnen. Ihr habt 5 Höfe auf dieser Map, 4 Außenhöfe und einen großen Hof Nummer 1 direkt in der Mitte. Wenn ihr neuer Farmer spielt, habt ihr Feld 32 und 33 und ein kleines Lohnunternehmen hier. Aber ich denke, wir gehen jetzt mal auf den Hof. Ihr habt ein kleines Kaufsilo hier. Seht, hier Unterstände ohne Ende. Also ihr habt hier Platz. Wir haben ja Lager für Zuckerrüben und für Kartoffeln. Hier ist die Füllstandsanzeige. Die wird aber nicht in Zahlen ausgegeben, sondern in denen hier eine Füllmenge grafisch dargestellt wird. Es ist auch keine Werkstatt oder eine Tankstelle hier auf dem Hof. Luftstandsanzeige kann ich euch hier mal sagen. Da seht ihr ja so einen kleinen grünen Streifen da oben. Oder wie wir haben hier am Futterlager. Das ist das Stroh. Stroh-Außenlager, das zusätzliche. Da seht ihr auch so einen kleinen grünen Strich. So, hier haben wir ein Stroh- und Futterlager, wie schon gesagt. Kann ich aber mal abladen. Das ist jetzt ziemlich laut. So, das war's. Wie ihr gerade gesehen habt, Autodrive gibt es auch schon Strecken. Ihr seht, Animation. Hier habt ihr auch eine Animation. Die gibt es aber nur im Singleplayer. Also im Multiplayer ist die deaktiviert wegen Performance-Gründen. Der liebe Gullideckel hat auch gewisse Gebäude entfernt, wegen Performance-Gründen auch. Damit auch auf etwas schwächeren Rechner das Mäppchen hier läuft. So, wir schmeißen jetzt mal auch noch hier mal meine Ballen hier drauf, die Strohballen. Dass ihr das auch mal seht, wie das... Also, auch wenn diese Animation mit den Drehen hier deaktiviert ist, die Ballen, dass die sich bewegen, ist auch auf dem Server trotzdem zu sehen. Da laufen sie hin, die Ballen. Einer weg und jetzt kommt der nächste. Jupp. Wie schon gesagt, es wird... Eine Zeit lang wird hier erst nur angezeigt und später wird hier aber auch Stroh angezeigt. Um eine Werkstatt auf dem Hof zu haben und auch eine Hoftanke, gibt es ein Werkstattpack. Das haben wir hier. Da könnt ihr dann die Werkstatt hier hinstellen, wenn er ja nicht gerade mit einem Objekt kollidiert. Könnt ihr dann hier so hinstellen. Und dann, ihr braucht ja auch noch Container, wenn ihr noch eine Hoftankstelle haben wollt, ist auch kein Problem. Stellt ihr dann auch daneben hin, so ungefähr. Ihr macht es vielleicht besser als ich. Und dann habt ihr halt eure eigene Werkstatt schon hier auf dem großen Hof und eure eigene Hoftankstelle. Weil die Map ja wirklich super gemacht wurde. Also tanken habt ihr eigentlich auch kein Problem, weil es gibt insgesamt 7 Tankstellen auf dieser Map. Und da gibt es auch eine Besonderheit. Da seht ihr sie schon. Ihr habt AdBlue dabei. Dadurch habt ihr also wirklich, wer mit AdBlue spielen, muss sich das AdBlue Pack auch runterladen. Dann könnt ihr auch mit AdBlue auf dieser Map spielen. Jetzt gehen wir mal zum kleinen Außenhof hier. So, hier habt ihr eine Reparaturwerkstatt drin schon in diesem kleinen Außenhof. Auch Garagen schon. Die LKWs gehören nicht zum neuen Fahrer. Also die habe ich jetzt da so nur so hingestellt, damit ihr euch eine Überlegung machen könnt und sagen könnt, so könnte ich mir das vielleicht auch vorstellen. So, jetzt gehen wir aber mal zu den kleinen Höfen, die wir hier draußen haben, den Ecken. Ja,
Ihr seht, ein Fahrsilo habt ihr, normales Silo hier. Ein Schlafhäuschen, kleiner Unterstand und ein kleines Lager hier für. Das Gebäude dahinter ist nicht für euch jetzt. Also das könnt ihr noch zukaufen dann, wenn ihr diesen Hof gekauft habt. Das ist nämlich die Olivenverpackung. Dafür sind hier auch diese drei Felder vorgesehen. Wenn ihr Oliven machen möchtet, könnt ihr auf diesen drei Feldern halt auch Oliven anbauen. Es ist kein Muss, man kann es aber. Die Olivenverpackungsanlage läuft so. Ihr geerntet Oliven. Ihr könnt insgesamt 500.000 Liter hier reintun. Könnt ihr dann, wenn euch das Gebäude gehört, dann nachher auf diesen Kunststoffpaletten spawnen lassen, die dann mit Oliven gefüllt sind. Hof 4. Wo ist der? Da ist der. Da gehen wir jetzt auch mal kurz hin. Wird sich einer sagen, der Hof 4 sieht ja auch genauso aus wie der andere. Das ist auch so gewollt, weil der Hof... Man möchte gerne gleichen Voraussetzungen für alle vier Spieler von diesen vier Außenhöfen schaffen. Das heißt, jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Es gibt keine Bevorteilung, keine Nachteile. Jeder fängt wirklich mit demselben Hof an. Das ist eine gute Sache, warum auch nicht? Weil so gibt es auch keinen Neid und auch keine Probleme. So, jetzt braucht ihr mal, irgendwas sagt ihr euch, ich möchte aber auch einen Fermenter und einen Grastrockner haben. Wo soll ich den denn auch mal einen kleinen Hof hinbauen? Dafür hat der örtliche Baumarkt sich was ausgedacht. Er hat nämlich für jeden einen Fermenter und einen Grastrockner hier. Alle vier Außenhöfe können einkaufen. Dafür ist das hier. Hof Nummer 1 zum Beispiel hat jetzt einen. Gehe ich drauf, ich habe ja eben schon gekauft. Ihr habt hier Heu. Da kommt Gras rein und ihr kriegt Heu oder Silage aus Gras oder Silage aus Häckselgut. So, ihr habt es eingeladen, ist fertig. Es ist richtig nummeriert. Nummer 1, Nummer 2 für die Bauernhöfe. Hier hinten haben wir dann für 3 und 4. Also richtig aufgeteilt. So braucht man selber sich nicht noch dieses Gebäude auf den Hof stellen. Man kauft es direkt beim Baumarkt. Der hat es zur Verfügung gestellt. So soll das hier auch sein. Darum. So, jetzt gucken wir uns mal nach Tieren an. Was hat der Gullideckel denn für Tiere schon gemacht? Kann ich euch schon mal zeigen. Hier ist die Kuhweide, die kaufe ich jetzt mal. Und daneben ist die Schafweide. Na komm. Die sind hier, also die sind recht mittig. Also für die beiden Höfe 4 und 5 recht gut zu erreichen. So, es gibt noch Hühner. Die sind dann hier unten. Kaufe ich auch jetzt mal. Ist also nicht wirklich teuer im Moment. Vielleicht werden die Preise noch etwas angepasst. Das weiß ich im Moment noch nicht. Aber das werden wir dann sehen. Wir gehen jetzt mal zur Kuhweide. Kuhweide Mist. Hier habt ihr ein Güllelager. So, die Kühe sind heute mal nicht drin. Schönes Wetter. Da draußen sind sie. Jetzt guckt ihr euch mal an. Guckt mal an hier. Was das für eine riesige Weide ist. Da ist doch jede Kuh glücklich. Bei so einer riesigen Weide. Da gibt es auch gute Milch. Oh, hier habt ihr ein Güllelager. Das funktioniert mit den anderen Lager, das ich euch gleich zeige, weil es gibt jetzt hier keine Möglichkeit, irgendeinen Anschluss, dass ihr mit einem Tanklaster hier hinfahren könnt und hier irgendwie am Kuhstall Gülle laden könnt. Dafür gibt es diese sogenannten Güllestationen. Da gehen wir mal hin. So. So, von diesen Güllestationen, die hier, gibt es drei Stück. Eine hier bei Feld 84, eine bei Feld 71 und eine bei Feld 27.
Hier könnt ihr Gülle einlagern oder auch auslagern. Ihr habt auch wieder ein Kaufsilo hier. Und noch ein Güllebecken hier. Da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Also, ihr seid Bauer. Ihr fahrt auf eure Felder die Gülle aus. Irgendwann ist euer Güllelager leer. Ah, was macht ihr denn da? Da hat der Gullidecker sich rausgedacht. Wenn euer Lager leer ist, fahrt ihr zum zweiten Lager. Das ist ein Kauflager. Da könnt ihr Gülle kaufen. Macht jeder normale Bauer auch, wenn denen sein Gülle ausgeht. Dann muss er halt Gülle zukaufen. Wie schon gesagt, 3 Stück gibt es davon. Die sind alle so aufgebaut. Wenn es euch gehört, könnt ihr da die Sachen holen. Ja, jetzt speichere das Spiel mal wieder. Ja. So, dann gehen wir mal rüber zu den Schafen. Zur Schafweide. Ihr seht, die ist auch riesig gemacht. Bei den Schafen gibt es ein klitzekleines Problem, das ich nur erwähnen möchte. Wenn ihr die Schafe am Anfang kauft, kann es sein, dass einige Schafe in der Luft schweben für einen Moment und dann auf die Erde fallen. Das ist ein kleiner Fehler, der ist noch nicht ausgemerzt. Da muss man gucken, woran es liegt, aber sobald das beseitigt ist, ist das auch dann weg. Nur damit ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch wundert, warum so ein paar Schafe mal für einen Moment in der Luft fliegen. Ist nicht schlimm, also macht den Spiel jetzt auch keinen Abbruch. Jetzt gehen wir mal zu den Hühnern. Die sind nämlich hier unten. Jetzt wird sich einer sagen, ja, schön, er hat 4 Hühnerställe nebeneinander gestellt. Könnte man meinen, ist aber nicht so, sondern das ist ein ganzer Hühnerstall. Alle 4 sind ein großer Hühnerstall. Ihr könnt natürlich in jeden Gebäude selber reingehen. Könnt, wenn ihr wollt, in jeden die Fenster hoch runter machen. Und auch hier ein großes Gebiet für die Hühner. Nur Hühner, die richtig laufen können, sind doch glückliche Hühner auch. Genauso wie die Kühe. Ne, Erna? So, was ich noch nicht wusste, dass es sowas gibt, das ist also ein Schutz gegen Greifvögel, dass die Hühner sich darunter verstecken können. Denen geht's also gut. Ah, ich habe sie natürlich nicht gefüttert. Schelm du. So, das Problem ist, diesen Hühnerstall hier, den könnt ihr nirgendwo hinbauen. Also ich wüsste nicht, wo ich diesen großen Hühnerstall hinbaue. Ich zeige euch mal. 1600 Hühner könnt ihr drin haben, wenn ihr wollt. Und euch den mal an, wo wollt ihr den hinstellen? Ihr könnt ihn platzieren, ja, aber ich wüsste jetzt noch nicht, wo. Darum. Also, es soll demnächst vom Gullideckel auch noch eine Pferdekoppel kommen und auch noch ein Schweinestall. Ist also noch in Arbeit. Musst ihr auch noch ein bisschen Geduld haben, weil ist nicht gerade so einfach, so alles zu basteln und zu bauen. Also ich bin zwar kein Modder, aber ich denke mal, es ist riesig viel Arbeit. So, und die Tiere brauchen auch alle Wasser. Mal hingehen, irgendwo war der Wasserpunkt. Da haben wir die Hühner. Brauchen nämlich alle irgendwie ein bisschen Wasser. Also Hühnerstall würde ich definitiv, also ich persönlich sagen jetzt, fällt hier Hof Nummer 2. Weil der ist am nächsten dran, der könnte echt Hühnerfarm machen, wenn er möchte. Oh. So, Hof 4, ja, Hof 5 sind ja, da ist ja Schafe und Kuhstall ja recht mittig für die beiden. Also könnte man auch sagen, einer sagt, komm, Hof Nummer 4, ja, ich mache gerne Schafe. Und Hof 5 sagt, boah, mach du mal die Schafe, ich nehme die Kühe. Und Hof 5 sagt, nebenbei mache ich auch noch Oliven. Darum, also alles möglich, wie ihr möchtet. Jetzt gehen wir aber mal auf die Wasserversorgung ein, weil Tiere brauchen ja Wasser. Wir kennen das ja. Wir Menschen brauchen auch viel Wasser. So, wie kriege ich jetzt Wasser so schnell wie möglich hin? Da gibt es eine Möglichkeit, und zwar
Das Wasserwerk. Da ist es. Hier könnt ihr Wasser laden und zu euren Tieren bringen. Also ihr habt keine großen Fahrwege dann für die Schafe nicht und auch nicht für die Kühe. Ist gleich um die Ecke. Die könnt ihr ganz schnell mit Wasser versorgen. Darum also verdursten eure Tiere auch nicht so schnell. So, was wir noch haben, sind schon mal Gewächshäuser. Ihr seht, vier große Gewächshäuser. Jetzt sagt einer, Moment, da ist noch ein fünftes. Ja, das ist aber kein großes, das ist ein kleines. Vielleicht sagt ja auch einer von den Spielern, ich möchte einen Hof haben, ja, aber ich möchte mich mehr auf Gemüse konzentrieren. Dann macht der einer halt auch noch auf Gemüsebauern, warum nicht? Dann kann man hier schön, wie man möchte, schön Gemüse anbauen. Darum. So, was ich euch noch zeigen möchte, ist eigentlich das Sägewerk. Da muss ich einmal kurz gucken. Da oben ist es. Das ist es, das Sägewerk. Das braucht ihr dann halt für die Paletten. Das Sägewerk funktioniert auch schon, aber in der aktuellen Version ist halt das Problem an der Palettenproduktion halt im Moment, dass keine Leerpaletten rauskommen. Ihr könnt sie produzieren, sie kommen aber nicht raus. Das wird aber mit der nächsten Version auch behoben werden. Damit auch wirklich, wenn die Paletten die Produktion mit einfließen, dass es auch läuft. So, dann habt ihr hier noch ein bisschen Lebensmittelfabrik. Die habe ich schon gekauft. Euch einfach mal zu zeigen. Die stellt Lebensmittel her, also Müsli in dem Fall. Nicht wundern, dass hier dran steht Zimmerei und Holzbau. Der hat. Ist jetzt umgeschwenkt auf Müsli. Die Schilder werden noch ausgewechselt, also keine Sorge. Es gibt auch schon einige Fabriken, die funktionieren. Einige sind nur Platzhalter. Darum. Also nicht wundern. Aber ihr könnt Fabriken kaufen, da gibt es dann zwei Punkte. Kann ich hier sehr schön sehen, weil es schön Platz ist. Einmal könnt ihr dann verkaufen. Und auch produzieren selber. Also wenn ihr eine Fabrik kauft, die hat immer diese zwei Punkte hier. Verkauf, Produktion. Wenn ihr euch mal sagt, ja, ich produziere zwar, aber ich habe so einen Überschuss, dass ich es aber verkaufen kann, von meinem Grundherstellungsstoff, dann könnt ihr es auch verkaufen weiterhin. Also sind beide Sachen drin. Die Fabrik hier ist also nur ein Platzhalter. Also hier kommt noch was anderes hin. Na, um euch alle Produktionen zu zeigen, also ui, da hätte ich viel zu tun. Gehen wir mal zu der Ölmühle. Ja, seht ihr auch den Punkt, der ist extra dann dafür da. Wenn ihr selber produziert hier, wenn ihr sie gekauft habt, ist dieser Punkt da. Und da, der zweite Punkt hier, ist, wenn ihr nur verkaufen wollt an die Ölmühle. Kauft ihr diese Ölmühle, sind beide Punkte immer noch aktiv. Ihr könnt entweder weiterhin verkaufen und oder sagen, ich möchte aber auch ein bisschen produzieren. Also die Möglichkeit ist für euch offen, was ihr machen möchtet damit dann. Jetzt gucken wir uns aber auch noch mal kurz an. Was habt ihr denn alle? Ja. Wie gesagt, verkaufen könnt ihr die Standardsachen von Giants alle drinne. Es gibt, was es gibt auf der Karte ist neu. Ihr könnt Erdbeermarmelade herstellen, Erdbeermilch, Sojaschrot, Sojaöl, Milchpulver und halt die Leerpaletten später für die Produktion. Es werden auch noch weitere Produktionen kommen. Deshalb bleibt auch die Karte so lange Beta. Halt, bis sie wirklich final ist. Ist ja auch normal, ne?
Wisst ihr ja. Aber bitte nichts eigenes draufbauen auf dieser Map oder den Boden anpassen oder so. Lasst das bitte. Weil es kann immer noch neue Sachen kommen. Und auch Veränderungen kommen. Und dann habt ihr nachher ein Problem, wenn ihr eure eigenen Sachen hier platziert auf der Map. Jetzt, wo sie noch Beta-Status ist, darum. Daher würde ich es euch wirklich empfehlen. Spielbar ja, aber nichts Neues drauf von euren eigenen Mods draufhauen. Weil das wäre jetzt echt nicht gut, ganz ehrlich. Weil nicht, dass es nachher dass ihr nachher irgendein Gebäude auf der Map platziert und nachher wird auf dieser Freifläche ein anderes Gebäude draufgesetzt, dann ist euer Gebäude natürlich duplicato. Weil es in das andere Gebäude mit reingekommen ist. Verschmolzen ist sozusagen. Darum, also nichts Neues bauen, spielbar haben. Ja, sie ist total spielbar, die Map. Die läuft. Darum also. Und es gibt wöchentlich Updates. Jeden Freitag gibt es Updates. Das nächste Update kommt nächsten Freitag jetzt. Das wird dann die Version 0.1.6.6 sein. Da wird auch das wirklich behoben sein, dann auch das mit dem Sägewerk. Damit ihr auch Bescheid wisst. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick in diese Map geben können. Das, was es noch gibt für euch, das ist eine Sache, die braucht ihr auch. Ist ein ganz spezieller Anhänger. Wenn ich den jetzt finden würde. Oder diverses. So, da ist er. Der ist extra von Gullideckel. Wie schon gesagt, ihr bekommt alles von mir, was ich habe, da rein. Mit denen könnt ihr mit diesem MK-Silo, könnt ihr einmal Mehl produzieren. Kalk, Zucker und auch Milchpulver. Ist natürlich auch anpassbar, farblich, wie ihr wollt. Dunkelblau, wenn auf Chrom steht, könnt ihr das Ding sogar in Chromfarben machen. Wie schon gesagt. Geplant ist auch, dass nicht nur Paletten gespawnt werden auf Plätzen, sondern dass man auch die Sachen wirklich in so einen Trailer reinladen kann, ohne dass Paletten gespawnt werden. Weil das Problem ist, das hat mir Gullideckel erklärt, jede Palette wird wie ein Fahrzeug gehandhabt von den Spiele-Engine. Das heißt, also wenn ihr 50 Paletten auslagert, denkt das Spiel, das sind 50 Fahrzeuge. Und Performance dann, bei schwachen Rechnern, ist natürlich dann wirklich, dass die wirklich in eine Binse gehen. Die Grafik, dann stottert wahrscheinlich alles. Also, da wird auch schon dran gearbeitet. Das wird auch noch kommen. Wie schon gesagt, der Gullideckel ist wie verrückt am Arbeiten, um diese Karte nach und nach wirklich weiter zu verbessern. Also, gebt ihm Zeit. Denn Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut, darum. Alle Infos, also alles, was ich habe an Mods, die ihr braucht und was ich schon bekommen habe an Mods, wo man die wegkriegt, werde ich euch alles verlinken. Damit ihr wirklich startbereit seid für diese Map. Wie gesagt, ich gehe jetzt noch ein bisschen hier spazieren. Genieße die schöne französische Luft. Und dann würde ich sagen, man sieht sich. Man hört sich. Bis demnächst mal. Ciao, ciao.